Ja, das ist ein bisschen problematisch heute. Ich bin hier in der die Innovationen des Odenwalds dargestellt werden. Allerdings habe ich irgendwie direkt hinter der Leinwand die Sonne, sodass das mit dem Livestream heute am Anfang zumindest ein bisschen problematisch wird. Das immer zu begrüßen. So, ich kriege jetzt einen Applaus. Ich steige langsam ein mit der Animation des ersten Vortrags, wenn... Also wie gesagt, ein bisschen problematisch, jetzt kann ich weiter rübergehen, jetzt ist die Sonne dann weg. Ich wünsche euch... Ja, danke schön. Kukio, Kreativität zum Mitmachen beflügelt den Odenwald. Kunst und Kultur im Odenwald e.V. Marina Stucker steht neben mir, sie ist eine übernächtigte Mutter und hat den kleinsten Assistenten vom ganzen Team gesehen, allerdings gerade nicht, heißt Valentin. Und als vorhin der Rüdiger Heuschel gesagt hat, die Älteren werden sich noch an die Corona-Maßnahmen erinnern, der Valentin erinnert sich nicht an die Corona-Maßnahmen. Er hat vorhin entdeckt, dass seine Stimme halt. Ist er dann jetzt schon auf dem Spielplatz? Wurde gerade sehr dramatisch abgeführt. Oh. Ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast. Ich fand das irgendwie auch sehr niedlich. Das hat natürlich ein gewisses Risiko beinhaltet. Aber toll, wie er den Hall entdeckt hat. Finde ich auch toll. Das muss ich auch mal ausprobieren. Gut, machen wir aber nach der Veranstaltung. Du warst vorher im Unibereich aus Marburg, also reden kannst du. Und dann nochmal einen herzlichen Applaus für Anja. Was aus der Übung, aber ich möchte los. Unser schöner Odenwald. Es gibt bereits tolle Möglichkeiten, viele Kulturschaffende und Künstlerinnen. Was ist aber das Problem von Kunst und Kultur, insbesondere auf dem Land? Es gibt ein Angebot, aber wissen die richtigen Agenturinnen davon? Und wie werden die Interessierten erreicht? Und vor allem, wie erreichen die Interessierten das Angebot? Beispielsweise hier das wunderschöne Theater auf der Tromm. Manko, es ist nur mit dem Auto zu erreichen. Selbst die professionellen Schauspielerinnen werden teilweise vom Regisseur zum ÖPNV gefahren. Wie kann man sich also hier gemeinsam kreativ organisieren? Genau darum soll es bei unserem im April diesen Jahres entstandenen Verein mit dem Namen Kunst und Kultur im Odenwald, kurz KUKIO, gehen. Zum einen möchten wir sichtbar machen, was ist schon alles da, eine Plattform bieten. Diese Karte soll in Zukunft vervollständigt werden mit den Mitgliedern und Angeboten. Uns geht es um die Erkenntnis, dass es in der Kulturlandschaft insbesondere im ländlichen Bereich nicht sinnvoll ist, sich gegenseitig die Nutzerinnen wegzunehmen, sondern sich eben zu ergänzen. Dort, wo der Bedarf da ist und Angebote fehlen, möchten wir an verschiedenen Standorten im Odenwald helfen, diese aufzubauen. Zum anderen liegt ein großer Schwerpunkt bei uns auf den kulturpädagogischen Projekten zum Mitmachen und Selbermachen. Einsatzungsinhalt, Angebote für eine breite Zielgruppe schaffen, alle Altersgruppen, aber insbesondere eben auch Kinder und Jugendliche zu erreichen. Ein großes Augenmerk liegt auf der Kooperation mit Schulen bzw. allen Bildungsinstitutionen. Jugendliche Zielgruppenanalysen belegen, dass es wichtig ist, kulturelle Bildungsprozesse auch außerhalb von schulischen Kontexten zu initiieren, da junge Menschen die Kunst und Kultur nur in schulischen Kontexten kennengelernt haben, in späteren Jahren nur sehr selten Interesse für entsprechende Angebote entwickeln. Darum ist es eben so wichtig, Kinder und Jugendliche, insbesondere auch über außerschulische Angebote, die aber in Kooperation mit der Schule stehen, zu erreichen. Hier sieht man, 2010 war bereits ein leichter Anstieg zu verzeichnen, aber da ist einfach noch Luft nach oben und wir wollen gerne hier einen Beitrag leisten. Und eine große Vision ist in diesem Zusammenhang die Organisation einer Kunstschule oder soziokulturellen Zentrum, die eben ein außerschulischer Ort ist für Menschen jeden Alters, unabhängig von ihren sozialen, kulturellen oder familiären Situationen und eben da einen Zugang zum Anregen und Sammeln von ästhetischen Erfahrungen mit unterschiedlichen Künsten bietet. Wie können wir also außerschulische kulturell-künstlerische Angebote in eine nachhaltige Kooperation mit Bildungsinstitutionen, wie können sie entstehen? Wir wollen einfach Kunst und Kultur größer denken. Es braucht eine verschränktere Zusammenarbeit und strategische Verzahnung zwischen Kommunen, der Jugendarbeit und den kulturellen Akteuren.
Ein weiterer größerer Satzungsinhalt, der bei uns im ländlichen Raum mehr Aufmerksamkeit erfahren darf, der interdisziplinäre Austausch mit Wissenschaft, Forschung und Technik, also dieses MINCT, ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben, Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften, Künste und Technologie. Uns geht es darum, kulturelle Bildung als Dauerthema zu etablieren, Erfahrungswissen austauschen und systematisieren. Dazu gehört in der langfristigen Planung, dass wir pädagogische Fortbildungen für unsere Kursleitenden bzw. weitere Kunst- und Kulturschaffende anbieten. In diesen Fortbildungen können dann neben den künstlerisch-pädagogischen Inhalten auch Diskussionen geführt werden, wie zum Thema Schönheit, Kunst, Kultur oder wie viel Know-how muss vermittelt werden. Und steht dies in Konkurrenz zur Kreativität? Genau über solche Inhalte haben wir im aktuellen KUKIO-Vorstand und Team bereits diskutiert. Unser Vorstand spiegelt die breite Fächerung unserer Satzung gut wider, denn es sind vielfältige Künste und Disziplinen abgedeckt. Zum Beispiel das künstlerisch-kreative, das handwerkliche, pädagogische, philosophische, wissenschaftliche und wirtschaftliche ist vertreten. Sprechen Sie mich nachher sehr gerne an. Die Zeit reicht leider nicht aus, unser Team jetzt näher vorzustellen, die sich da alle engagieren. Ich gebe Ihnen sehr gerne weitere Informationen. Es sind ja heute auch einige dazu vertreten davon. Wir durften dank der finanziellen Unterstützung des Kultursommers Südhessen bereits mit unseren ersten Veranstaltungen Open Stage am 16.06. starten. Bei der Open Stage Junior am Vormittag ließen sich die Drittklässlerinnen der Einheitsschule Steinbach in das vielfältige Artistik-Wortakrobatik-Programm in den Bann ziehen und tauchten voller Begeisterung auf der Bühne ein. Das Mitmachprogramm der Abendveranstaltung stieß auch auf große Resonanz. So präsentierten sich neben den professionellen Künstlerinnen bis zu 10 weiteren spontanen und mutigen Newcomerinnen aus dem Bereich Artistik, Trommel, Musik, Comedy, Zauberei und Lyrik. Und nun zur aktuellen Werbung. In einer guten Woche startet das Kinder- und Jugendliteraturfestival in Kooperation mit der Stadt Erbach und der Stadtbücherei. Das Einmalige daran ist, es ist ein Mitmachfestival. Das heißt eine Kombination aus Lesung, Theateraufführung und Kreativworkshops. Nehmen Sie sich also später gerne Flyer mit und kommen Sie vorbei. Welche Angebote stehen noch in diesem Jahr im kreativen Bereich so an bei uns? Das Herbst-Winter-Programm ist geprägt von Afterwork Kreativ, Werkstatt, Wildholzmöbelbau, ein Aquarellkurs, Modellierangebote, vielleicht auch nochmal eine Open Stage, Artistik, freien Tanz. Dafür suchen wir aber noch Räumlichkeiten, am besten in welchen wir von der Gemeinde unterstützt werden, was die Miete betrifft. Ein kleines Atelier haben wir bereits gefunden in Erbach. Dieses soll uns eine Möglichkeit bieten, bereits das Herbst- und Winterprogramm mit einigen Angeboten aus unseren Reihen zu starten. Ja, wir von KUKIO wissen, dass bereits viel Expertise im Kunst- und Kulturbereich existieren hier vor Ort. Es geht uns aber gerade um die Bündelung und den Austausch von diesen wunderbaren Schätzen auf dem Land. Mit diesen möchten wir einen nachhaltigen Beitrag leisten, damit wir uns gegenseitig unterstützen und den Odenwald gemeinsam beflügeln. Dankeschön. Dann kommen wir zum vierten und letzten Vortrag in der ersten Vorrunde, bevor wir dann die erste Applausabstimmung machen. Das ist ein Vortrag, der heißt das Übernachten im Hostel zwischen Camping und Pension, Hostel-Style, Oberzent, ja, das ist Heinrich Wenz, den ich auf die Bühne bitte. Gut. Er hat mich natürlich da an der empfindlichen Stelle getroffen als Darmstädter. Er hat gesagt, ich soll sagen, er käme aus der größten Stadt Südhessens, Oberzent, mit 9000 Einwohnern. Das ist die 10.000. Wir haben sich jetzt über Nacht vermehrt. Ihr kennt ja den Versprecher von dem Wetteransager, der sagte, über Nacht leichte Bevölkerungsvermehrung. Das haben wir in Oberzent, da ist ja auch noch Platz genug, das ist nämlich die flächenmäßig größte Stadt Südhessens. Gut, dann wünsche ich viel Spaß und die Frage, warum Hostel, wird er jetzt gleich beantworten. 10 Punkte, Applaus für Heinrich Schmidt!
muss es pflücken kommen. Hallo von mir auch und ich nehme Sie heute einfach mal mit auf eine Urlaubsreise. Nämlich vom Urlaub kommt man auf ein Hostel und das Hostel wird dann gebaut und das geht so weiter. Wir gehen eigentlich immer, mein Partner und ich, auf Radreisen in den Urlaub, haben immer unser ganzes Gepäck da dabei und das Anfang und das Ende einer solchen Radreise ist immer ziemlich anstrengend, nämlich packen, fertig machen für den Flug und so weiter und so fort. Es kommt immer anders, als man denkt und man muss immer variabel sein, sonst wird das Ganze nichts. Weder der Urlaub noch der Hostelaufenthalt. So, wie übernachten wir auf Radreisen? Unsere Übernachtungskriterien auf den Radreisen sind eigentlich ganz einfach. Wir brauchen so 1 bis 3 Nächte Aufenthalt, nicht mehr. Wir wollen uns selbst versorgen, selbst kochen. Wir wollen es einfach, bequem und eigentlich sollten die Leute auch ein bisschen freundlich sein, sind es meistens in Hostels. Und so kommen wir eigentlich auf das Thema, wo sind Radfahrer willkommen, wo ist es einigermaßen sicher. Und wenn wir so unterwegs sind mit unserem Fahrrad, sind wir meistens in Hostels auf der Welt unterwegs, in Brasilien, hier Camping in Uruguay. Und da haben wir so ein paar Kriterien für den Aufenthalt. Das eine Kriterium ist, es soll ein Bett sein, soll bequem sein, soll schlecht Wetter geeignet sein, kommunikativ, soll sogar einen Kühlschrank haben, weil den können wir selbst betragen. Die Campingplätze, die sind überall möglich, aber es ist meistens besser im Trockenen als im Nassen. Was passiert, wenn man im Hostel ist und das Hostel zu groß ist? Hostel mit 100, 150 Leuten, da haben wir das Problem, dass wir eine riesen Küche haben, so sieht dann der Kühlschrank aus. Es gibt viele kleine Gruppen, die sich eigentlich gar nicht unterhalten, sondern unter sich sind. Eigentlich Kommunikation gleich null, also müsste man das Hostel irgendwie anders kreieren, irgendwas anders machen als diese riesen Boxen, als diese riesen Dinger. Also haben wir überlegt, wie können wir aus unseren Urlaubseindrücken ein Hostel und ein Zeltplatz machen, was unseren Kriterien entspricht. Und so sind wir letztendlich auf unser Teil gekommen. Wir haben ein Konzept erstellt, wir haben die finanzielle Grundlage für das Hostel geschaffen, wir mussten nach einer geeigneten Immobilie suchen, die haben wir auch relativ einfach, ehrlich gesagt, gefunden. Wir haben einen Umbau gemacht und wir hören nach wie vor noch auf Gäste, um uns zu verbessern. Das ursprüngliche Konzept unseres Hostels ist eigentlich ganz einfach gewesen. Wir wollten eine Übernachtungsmöglichkeit für den Downhill-Park, also für unseren Bikepark in Berfelden schaffen, ein paar Downhiller haben und ein paar Radtouristen vom Mümmlingtal-Radweg und ein paar Wanderer dazu. So dachten wir, wird das Ganze. Die finanzielle Grundlage war gegeben, ich habe eine Abfindung genommen aus einer nicht selbstständigen Tätigkeit. Ich habe das Know-how für den Umbau, ich bin so eher ein Praktiker als ein Theoretiker. Von daher habe ich vieles Eigeninitiative gemacht mit meinem Partner, der ist da hinten im Bund. Und da ist es gekommen. Ende 2018 haben wir diese Immobilie gekauft. Das ist eine alte Kugelschreiberfabrik in Berfelden. Und das sehen Sie jetzt, hier steht noch Christian Meissner drauf, das ist eine Kugelschreiberfabrik meines Onkels gewesen und das konnte ich meiner Tante dann 2018 tatsächlich abkaufen, mit viel Überzeugungsarbeit. So, da sehen Sie, was alles gemacht werden muss. Also, das war nicht ganz einfach, Löcher klopfen und solche Sachen hatte ich auch keine Ahnung, aber man jubelt sich da durch und es wird schon. Also, wir haben letztendlich alles selbst hingekriegt, wir haben Handwerker gehabt, die haben uns geholfen, aber so ging es. Das ist die Fertigstellung und die Eröffnung 2020, ist unsere Küche und der Gemeinschaftsraum. Hier tummeln sich eigentlich die Radfahrer und geben sich auch meistens Tipps, was in der Umgebung so los ist, wo die guten Trails sind, wo die guten Radwege sind und welche man eher meidet. Wir haben 3 Zimmer mit jeweils 4 Schlafplätzen, also 12 Personen maximal können bei uns übernachten. 2 Doppelbetten haben wir und sonst haben wir Etagenbetten. Der mittlere Raum ist übrigens der mit 4x90x12 Meter der meist gebuchte Raum komischerweise ist. Also Gesamtkapazität haben wir von 12 Betten. Wir haben aus Erfahrung das genau so gemacht, wie wir es haben wollten und es hat sich durchgesetzt. Wir haben Toiletten für jeden Raum, also eine eigene Toilette für jeden Raum. Wir haben aber ein Gemeinschaftsbad
und zwar mit einer Duschwaschkabine, mit drei Duschwaschkabinen. Da können die Leute sich also duschen als in den Zimmer. Wir haben einen Outdoor-Bereich, weil das war uns wichtig. Da ist ein Zeltplatz dabei, da können bis zu 2-3 Zelte aufgeschlagen werden. Wir haben eine Grillmöglichkeit, eine Outdoor-Küche für Zeltgäste, die wird auch oft genutzt. Und jetzt ist die Frage, ist das Konzept wirklich aufgegangen? Nein. Wir haben viele Wanderer und Radwanderer als Gäste, allerdings weniger Kunden aus dem Bikepark. Viel mehr Kunden von irgendwoher. Wir haben Kunden aus der ganzen Welt mittlerweile, was wir überhaupt nicht voraussagen konnten. Was machen wir anders als ein Hotel oder eine Pension? Es gibt bei uns kein Frühstück. Gibt's nicht. Gäste versorgen sich selbst. Alles ist wirklich sehr einfach für einzelne Nächte gebaut. Also es ist ein Roll-on, Roll-off-System. Das heißt, Leute kommen und gehen. Manche bleiben 3 Tage, manche bleiben auch eine Woche, wenn es mir gut gefällt. Aber die meisten kommen und gehen. Womit wir gar nicht gerechnet haben, war natürlich 2020 mit Corona. Wo wir auch gar nicht mit gerechnet haben, von internationalen Übernachtungsgästen. Neulich war eine Gruppe, eine Rockgruppe aus den USA da, die hier in der Umgebung in Stuttgart gespielt haben. Mit sowas rechnet man einfach nicht. Würden wir es wieder machen? Ja, wir würden es wieder machen. Aber vielleicht noch ein bisschen anders. Das Thema ist, wie kann man andere Gäste aus dem Hostel raushalten, die eigentlich nicht Hostel geeignet sind. Hostel ist eine Gemeinschaft und darauf kommt es ab. Ich bedanke mich. Jetzt muss ich mal meine Haare machen. Dafür kriege ich dann immer ein Freigetränk und ich grüße euch. Ich bin jetzt am zweiten Teil. Der kommt jetzt schon mal die Frage, ob jemand Stück, hier ist, der vielleicht vier von diesen Projekten ihre Projekte vorstellen. Wolfgang Hülgrund, der Vortragende heißt Alexander Kern. Er ist in Darmstadt geboren, oder? Geboren auch? Ich bin in Lübenheim geboren, obwohl ich Darmstädter bin. Meine Mutter wollte ins schwedische Krankenhaus mit mir. Er feiert hier, das kann man nebenbei noch sagen, fast den 5. Geburtstag seiner Hofneugründung, die am 1.7.2018 erfolgt ist. Und ich bitte um einen 10-Punkte-Begrüßungsapplaus für Alexander Kern. Alle wissen, Landwirtschaft war Regen. Oh, jetzt wird es gerade lauter. Und das ist schon mal richtig gut, dass das schön war. Ich hoffe, der Vortrag war jetzt auch schön, weil ich neige mal gerade bei so Sachen zu schnell zu reden. Aber Landwirtschaft ist anpassungsfähig, also kriegen wir das auch hin in 20 Sekunden. Deswegen würde ich sagen, start. Genau, Mut zu neuen Wegen. Deswegen, weil ich ein Landwirtschaftsprojekt gestartet habe in Mostertal, wirklich Juli 2018, ziemlich genau 5 Jahre alt. Ich bin zugezogener, also deswegen kein Wohn mehr direkt hier. Und der Hofer Mühlgrund hat den Hintergrund, ja, Landwirtschaft, Ernährung und bei uns den Schwerpunkt Fleisch zu verbinden. Wer neu anfängt, da ist große Baustelle. Das ist eine alte Hofstelle gewesen. Man sieht hier, so sah der Hofladen vorher aus. Gleich kommt noch ein Bild, wie er jetzt aussieht. Also es ist viel gebaut worden. Ich bin eigentlich Landwirtschaftsmeister, aber man kommt dann zum Baumeister, zum Vortragsmeister hier und alles drum und dran. Und man muss sehr flexibel sein auf jeden Fall. Genau, links jetzt dann das fertige Gebäude und in dem Gebäude ist eigentlich unser wichtigster Raum, verkaufen wir unser ganzes Fleisch. Wurst vom Schwein, vom Hähnchen, vom Rind, alles aus eigener Tierhaltung, jetzt in den letzten 5 Jahren in Mostertal aufgebaut. Das ist eine Produktauswahl im Hofladen, wie wir bei Samstags dann die Sachen verkaufen. Jetzt geht es zu den Tieren. Das ist eigentlich der Start auch des Hofrundgangs. Ich gehe eigentlich am liebsten den Leuten bei uns über den Hof. Wir fangen immer im Kükenstall an, da auch das Leben der Küken bei uns anfängt, die jetzt als Eintagsküken alle 4 Wochen zu uns auf den Betrieb kommen und im Sommer wie Winter 30 Grad im Kükenstall brauen. Das heißt, im Sommer jetzt kann man Energie sparen, im Winter kostet es richtig Energie, aber es ist schön. Dann ziehen die Hähnchen rum auf die unsere Flächen, die liegen rund um Obermossau.
Die haben kleine Mobilstelle, wo sie dann ab der 6. Lebenswoche draußen Picken schaffen können, das Wetter genießen können und dann im Stall sicher vor Fuchs und Greifvogel sind. Dann haben wir auch Schweine. Da haben wir 2020 mit angefangen. Das war der Startschuss, dass zwei gebastelte Schweine unter dem Weihnachtsbaum lagen. Und dann ging es los, Weihnachten 2019, die Schweine. Und dann im März 2020 sind die schon eingezogen. Das ist eine alte Haustierrasse. Wir wollen da versuchen, mit guter Qualität und ja, gereiftem Fleisch einfach was Besonderes anzubieten. Das ist Sommer. Die Schweine brauchen Abkühlung, die können nicht schwitzen. Das ist so eine Praktikantenarbeit, einfach zwei, drei Mal im Sommer die Schweine nass zu machen, damit die es richtig gut haben. Wichtig ist auch, Schweine kriegen Sonnenbrand, deswegen sind die auch alle dunkel und wühlen sich im Schlamm oder suchen sich, machen quasi eine eigene mineralische Sonnencreme. Wir sind im Mossertal, Grünlandregion, deswegen haben wir auch vierbeinige Rasenmäher, die laufen auch von selbst, sind aber nicht Roboter betrieben. Und da ist es so, dass wir die ein Jahr trocken und dann zwei Jahre halten. Und dann kommen jetzt auch gleich Bilder von der Weideschlachtung, aber das ist wichtig, dass wir darüber sprechen, aber das kommt dann gleich. Dann, neben den Hähnchen, ganz wichtig, haben wir eine andere Rasse, die Legehennen. Die sind für die Eierproduktion da und die Hähnchen, die wir gerade gesehen haben, das ist unser Hähnchenfleisch. Und wegen den Legehennen bin ich auch eingeladen worden, weil wir haben nämlich das sogenannte Hühnersolavi. Wie richtig gehört, Hühnersolavi, nicht Hühnersalami. Das ist ein Projekt, wo wir die Eier, den Bruderhahn und das Suppenhuhn verbinden. Weil aus der landwirtschaftlichen Sicht, aus meiner, gibt es eigentlich keine vegetarischen Eier. Müsst ihr mal kurz drüber nachdenken, der Vegetarier isst die Eier, aber nicht das Suppenhuhn, nicht den Bruderhahn, was eigentlich dazugehört. Wenn Eier ausgebrütet werden, schlüpften männliche und weibliche Tiere. Hier rechts im Bild, hier links, bei euch ausgesehen, sind die Bruderhähne. Das ist bei uns durch die zwei Nutzungsrasse eigentlich ein richtig hochwertiges Brathähnchen. Die sonst, das ist jetzt vor allem seit Anfang letzten Jahres in Medien, eigentlich sonst geschreddert worden sind oder getötet worden sind in einem Eintagszügen. Aber wir ziehen diese wirklich selber auf. Ackerbau und Flächenbewirtschaftung gehört auch dazu. Wir sind eigentlich ein relativ kleiner Betrieb mit nur 25 Hektar. Jetzt auch zum 5. Geburtstag können wir unser erstes Biogetreide ernten oder die ersten Biokartoffeln im Herbst. Das dauert wirklich 5 Jahre von null an bis zum ersten Biogetreide. Was aber bis jetzt nicht irgendwie ein Brot verbacken wird, sondern komplett als Futtergetreide für unsere Tiere dient. Was wir letztes Jahr auch noch neu angefangen haben, ist der Kartoffelanbau, weil neben den ganzen Fleischprodukten, die wir anbieten, wir auch irgendwas ja für Vegetarier anbieten wollten. Wobei der größte Lohn, den wir hatten, dass einfach schon Vegetarier bei uns im Hofladen standen und wir Fleisch gegessen haben, weil sie wissen, wo es herkommt. Und da war letztes Jahr wirklich das Beispiel gepasst, die dümmsten Bauern, die Anfängerglück, die dicksten Kartoffeln. Ich habe es gerade schon gesagt, zu den Tieren, zum Fleischverkauf und auch die Schlachtung, den nehmen wir zum Großteil mittlerweile komplett in die eigene Hand. Ich habe nicht nur Landwirtschaft mittlerweile gemacht, sondern auch Schlachtscheine gemacht, damit ich Rinderschlachtung, Schweineschlachtung, als auch Hähnchenschlachtung und Geflügelschlachtung selber in die Hand nehmen kann. Hier seht ihr unser Geflügelschlachtmobil, das was wir letztes Jahr anschaffen mussten, weil Verarbeitungsbetriebe in der Region fehlen. Das ist vorne ist ein VW-Bus, hinten seht ihr den großen Anhänger. Alles ist da drin aufgebaut von der Betäubung, der Entblutung, brühen, rupfen, ausnehmen, kühlen, zerlegen, machen wir alles da drin. Das sind Bilder von der ersten Schlachtung letztes Jahr im Mai, wie das alles passiert. Das ist ein Projekt, was wir nicht für einen eigenen Betrieb nur machen, sondern wir bieten auch zukünftig Lohnschlachtung für Hobbyhalter, für andere Betriebe an, weil man muss einfach zusammenarbeiten und für andere was mit angeht. Jetzt war ich schneller, jetzt bin ich kurz durchhalten. Der Lohn ist eigentlich in der ganzen Arbeit, weil Landwirtschaft ist immer viel Arbeit, vor allem saisonal. Eine große Produktvielfalt. Bei uns muss man keine Pakete abnehmen. Man kann eine einzelne Hähnchenbrust, ein kleines Päckchen Hackfleisch oder auch nur eine Rindswurst zum To-Go haben. Und wirklich aus eigener Verarbeitung, eigener Tierhaltung und zum Großteil auch eigener Schlachtung anzubieten. Und was in den letzten 5 Jahren einfach so schon passiert ist, ist richtig cool. Das haben wir vor allem am Hoffest 2021 gemerkt, wo wir wortwörtlich überrannt worden sind. Also wir hatten geplant, starten 10, 11. Ja, alle haben gesagt, Alexander, du hast wirklich viel Essen eingekauft, um eins war es leer. Also es war wirklich sensationell, was da passiert ist. Und das ist auch das Wichtige, wir bieten 100% Transparenz an, damit man einfach auch sieht, wo es herkommt. Ich habe auch noch einen Blick in die Zukunft eingeplant, will nicht nur das zeigen, was wir schon gemacht haben. In Zukunft ist mir wichtig, eine größere Arbeitsgemeinschaft, eine bessere Vernetzung irgendwie zu haben, dass man kooperieren kann. Gemüse, was auch immer, ist immer ein Thema, aber das schaffen wir nicht.
Klimaanpassung ist in der Landwirtschaft ganz wichtig, Kooperation mit anderen Betrieben, vielleicht habe ich ein bisschen was wachsen können. Und das letzte war mehr Kunden erreichen, glaube ich. Das ist, glaube ich, heute ein ganz gutes Projekt. Genau. Dieser Hofaustausch, Hofführung, Hoffest, das ist der Punkt, oder heute Abend am Stand hier, da liegen die Flyer und die Postkarten. Ich möchte mit allen ins Gespräch kommen, Landwirtschaft oder Ernährung geht alle was an. Und deswegen einen schönen Abend und gute Zeit. Und vielen Dank fürs Zuhören. Als ich da gerade gesessen habe, hat sich das irgendwie länger angefühlt, als wenn man hier dann wirklich steht. Als ich da gerade gesessen habe, habe ich gedacht, ich habe ja sehr viel Zeit, es dauert ja nicht so wahnsinnig lange, bis das Bundesamt wirklich steht. Wir sind im Obermossau. Schmucker Brauerei im Begriff? Genau, talabwärts, 500 Meter auf der linken Seite. Okay, noch jemand eine Frage? Ja. Wie sieht es mit Schafen aus? Das schaffen wir nicht gerade auch noch. Das ist, Wiederkäuer ist ein wichtiges Thema, Landwirtschaft. Aber dafür haben wir unsere Rinder. Wann ist das nächste Hoffest? Wir wollten es wirklich eigentlich dieses Jahr machen zum 5-jährigen Jubiläum, aber wir haben dieses Jahr durch verschiedene Faktoren so viele Sachen noch aufzuarbeiten. Es bringt uns und das Projekt des Schlachtmobils ist immer noch nicht fertig, die Bürokratie und die Ämter, da mit denen zusammenzuarbeiten und das erste Schlachtmobil in Deutschland, was eine Zulassung langfristig hat, zu betreiben. Das zehrt so viel Energie, dass wir uns gesagt haben, das schaffen wir nicht. Vor allem, wir wissen nicht, wie viele kommen. Wenn jetzt wieder doppelt so viel kommen, wie wir planen, ist es wieder Haufen Arbeit. Dann haben wir genug, genau. Ja, guten Abend. Ich würde gerne wissen, wie viele Mitarbeiter Sie haben. Das können Sie ja schlecht alleine stimmen, was da passiert. Genau. Ich stehe hier auch eigentlich quasi für, ich glaube, 6- oder 7-köpfiges Team. Aushilfen, Teilzeitjob, Teilzeitbereiche. Aber wir suchen gerade auch Leute, also wer Vermarktung, Fleisch, Verarbeitung, wissen, wo das herkommt und es vermarkten möchte, auch biofleisch-wohnmal.de findet die Stellenanzeige auf jeden Fall auch, dass das Team noch größer wird. Ich habe tatsächlich selbst noch eine kleine Frage. Habt ihr das Biokorn, das noch kein Biokorn war, deswegen, wegen des Zertifizierungsprozesses, ans Vieh verfüttert? Das habt ihr ja nicht langfristig vor. Das wollt ihr jetzt Biokorn dann verkaufen, oder? Genau, in der Landwirtschaft gibt es Futtergetreide oder Kunstbackgetreide, nennen wir das mal. Und in den ersten 2 Jahren, wenn man auf Ökolandbau umstellt, ist es immer sogenannte Umstellungsware und die muss man immer verfüttern, weil man geht nicht zum Bäcker und sagt, ich hätte gerne Umstellungsbrötchen oder sowas. Man möchte dann schon Biobrötchen haben. Ja. Wenn ich das jetzt weiß, könnte ich das ja so unterstützen. Ja. Und der Hof ist eigentlich eine ehemalige Mühle, das heißt eigentlich, es wird total gut passen, Brotgetreide anzubauen, was zu verbacken und auch zu verkaufen, aber mein Arbeitstag fängt schon manchmal auch mal zu morgen um 4 an, deswegen noch früher geht einfach auch nicht. Und die Vielseite, wenn jetzt hier ein Bäcker dabei ist, der personiert ist, also vielleicht kommen wir irgendwann zusammen. Genau, Synergie, das wäre toll hier. Okay, dann herzlichen Dank nochmal an Alexander Kern. Heute können wir sagen, herzlich willkommen. Sing, das ist eine junge Frau aus Reichelsheim. Sie macht so alles Mögliche. Ich muss mal gucken, ob ich meine Schrift hier noch lesen kann. Es ist viel. Sie arbeitet auf dem Hof Gute Habitzheim. Sie ist beschäftigt bei der Kreishandwerkerschaft Odenwald. Sie studiert BWL in Darmstadt. Dass sie überhaupt noch Zeit gefunden hat, sich von Wilfried Brunk überreden zu lassen, der das letzte Mal beim Petra Kutscher dabei war, hier aufzutreten, das erstaunt mich und erfüllt mich mit Ehrfurcht. Wir hören den Vortrag aus Liebe zum Odenwald. Eine von 100 Mitmachregionen und ich bitte um einen 10-Punkte-Begrüßungsapplaus für Sophie Monheimer. Ja, vielen lieben Dank für diese hinreißende Begrüßung. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass ich gefragt wurde, hier dieses Projekt vorzustellen. Denn mein Herz schlägt für den Odenwald und wenn es ums Gestalten und Mitmachen geht, dann bin ich immer ganz glücklich und dann pocht mein Herz ganz schnell. Deshalb freue ich mich, heute Abend hier zu sein, wünsche Ihnen jetzt ganz viel Spaß und Freude mit meiner kleinen Bildershow und würde sagen, wir legen los. Aus Liebe zum Odenwald. Wir alle sitzen hier heute in gewisser Art und Weise aus Liebe zum Odenwald.
Dass diese Veranstaltung heute hier stattfinden kann, das ist großartig und dafür bedanke ich mich, glaube ich, im Namen aller Beteiligten hier vielmals. Und auch, dass diese wahnsinnig tollen Projekte hier heute alle vorgestellt wurden, erfüllt mich mit einer wahnsinnigen Ehrfurcht. Was hier schon alles auf die Beine gestellt wird, umso älter ich werde, umso mehr ich begreifen kann, umso stolzer werde ich, hier ein Teil davon zu sein, weil hier schon wahnsinnig viel läuft. Aber das soll nicht alles sein, denn auch Sie sind Teil von dem großen Wir. Auch Sie sind Teil von Odenwald und jeder von uns macht doch schon mit. Jeder von uns engagiert sich doch schon sicherlich in irgendeiner Art und Weise. Ob im Verein, ob zu Hause mit dem eigenen Betrieb, ob zu Hause in der Gemeinde, in irgendeinem Ort, in der Nachbarschaftshilfe. Wir alle sind in gewisser Art und Weise Mitmacher, Mitmacher im Odenwald. Und sei es drum, dass wir arbeiten gehen und die Wirtschaft hier am Laufen halten, irgendwie machen wir alle mit. Und ich bin ganz froh, dass ich Odenwälderin bin. Ich bin hier aufgewachsen und habe hier auch meine Kindheit verbracht. Nach dem Abitur hat es mich in keine große Stadt gezogen. Ich bin total gerne hier geblieben, studiere in der Nähe und freue mich, den Odenwald immer weiter erkunden zu dürfen. Gerne auch hoch zu Ross, neue verschiedene Bereiche landschaftlich zu erkunden, aber auch Projekte zu entdecken, von denen ich noch gar nicht wusste, dass sie existieren. Vereine zu entdecken, deren Arbeit ich wahnsinnig schätze. Und so ist es, dass ich schon immer hier bin, hier verwurzelt bin, eine wunderbar tolle Kindheit hier haben durfte. Da sieht man mich und meine Schwester, wie wir tote Flusskrebse aus dem Bach gezogen haben. Das waren Zeitungsartikel. Wo kann man das denn heute noch? Wo kann man denn so eine Kindheit heute noch verbringen? Erfüllt mich immer mit ganz viel Glück, an diese Zeit zurückzudenken und verbindet mich auch hier mit der Region. Das ist mein Weg, den ich bisher im Odenwald gegangen bin. Und so bin ich mir ziemlich sicher, dass jeder von Ihnen in gewisser Art und Weise einen Weg hatte, den er oder sie hier schon gegangen ist, beziehungsweise ihr, weil wir duzen uns ja alle. Die Wege sind vielfältig, die hier schon bestritten wurden und sicherlich auch sehr steinig. Und nicht jeder Weg ist hier im Odenwald entstanden. Viele sind vielleicht auch einfach zugewandert, zugefahren, plötzlich eingeflogen, warum auch immer. Aber viele Wege haben sich sicherlich auch schon gekreuzt. Und auf diesen Wegen gab es sicherlich auch schon verschiedene Begegnungen, steile Wege, einfache Wege, schöne Wege, dunkle Wege, wir sind sie alle schon gegangen hier im Odenwald. Und da dürfen wir bei all der Hektik und bei all dem, was wir schon erlebt haben, gar nicht vergessen, wie wunderbar schön wir es hier haben. Wir sind alle Fans vom Odenwald, das wurde vorhin hier schon gesagt, und wir können uns alle immer wieder bewusst werden, Mann, ich glaube, es wurde hier vorhin im Publikum gesagt, hier ist es schon verdammt geil. Einfach mal das Fenster aufmachen, auf dem Weg zur Arbeit, das Gespräch beenden, das Radio leise drehen und sagen, Mensch, Odenwald, du bist richtig schön. Das dürfen wir alle uns bewusst sein, wie schön wir es hier haben und bewusst werden, was wir denn schon zusammen erreicht haben und welche Projekte wir auch alle schon vorangetrieben haben. Was wir aus dem Odenwald ernten können, welch nährreichen Boden wir hier haben. Und das meine ich nicht nur mit den Gemüseanbauten aus der Landwirtschaft oder vom Hobbybauer nebenan aus dem Garten, den verschiedenen Rohstoffen, die der Odenwald innehat, sondern auch die Werte und Erinnerungen, Gefühle, Erfahrungen, die wir hier sammeln können. Wenn ich mit meinen Freunden darüber spreche, wie wir damals auf die erste Cap gegangen sind, egal wo die gerade wohnen, wir können uns immer alle zusammen daran erinnern, das verbindet uns. Das verbindet uns als Gemeinschaft, als Freunde, als Clique. Und so hat jeder von Ihnen hier eine ganz andere und doch so besondere Verbindung zum Odenwald. Und was für Ideen hier schon sitzen und welche Ideen, von denen ich noch gar keine Ahnung habe, dass sie existieren hier im Odenwald, wir denn alle schon wissen oder eben nicht wissen. Ideen, die hier nährenden Boden finden können. Und jeder kann sich mit einbringen. Und da geht es nicht nur darum, große Genossenschaften, die hier sitzen, Betriebe, Vereine, die hier vorgestellt wurden, ganze Gemeinden, auch Sie als Privatperson. Jeder kann sich mit einbringen. Und jeder kann verschiedene Wege gemeinsam gehen. Es wird auch Wege geben, die noch gar nicht erkundet wurden, die erst noch gegangen werden in zukünftigen Generationen. Und nicht nur meine Generation spricht hier und nicht nur eine ältere Generation sitzt dort, sondern es gibt auch Generationen, die noch gar nicht geboren sind, die trotzdem den Odenwald als ihre Heimat betiteln wollen. Es gibt aber auch Menschen, die nicht mehr aktiv mitmachen können, die zum einen vielleicht gehandicapt sind, zu alt sind, nicht mehr teilnehmen können. Auch diese Leute möchten den Odenwald als ihre Heimat und als ihre Zukunft gut versorgt wissen. Und da kommen wir jetzt zur Mitmachregion.
Denn eigentlich ist der Odenwald doch schon eine Mittnerregion. Wir machen ja alle mit. Es sind so viele Projekte schon am Start. Es ist so viel passiert in den letzten Jahren. Und es wird auch noch so viel passieren. Wir haben hier tolle Ausblicke gesehen. Aber der Odenwald ist eine von 100 Mitmachregionen. Und Ziel dieser Mitmachregion ist es, die ganzen Mitmacher, die hier schon existieren, zu vereinen. Ihr als Privatpersonen, große Unternehmen, kleine Betriebe, die zugezogen sind und jetzt hier Anklang finden, gemeinsam alle an einen Tisch zu bekommen, zu einer Mitmachkonferenz. Sich auszutauschen, einfach mal darüber zu reden, was funktioniert hier schon. Der Veranstaltungskalender der Allgemeinheit so ein bisschen für die Projekte und Erfahrungen, die hier schon gemacht wurden, der Allgemeinheit. Voneinander lernen, miteinander lernen, Erfahrungswerte zusammenbringen. Und in dieser Mitmachkonferenz möchte man an einem Strang ziehen. Man beschäftigt sich mit verschiedenen Themen, Verkehr, Ernährung, Landwirtschaft, Wirtschaften an sich, Finanzierung, aber auch der gesellschaftliche Zusammenhalt, dass man gemeinsam mit all dem, was wir haben, einen Weg gehen kann in die Zukunft. Unsere ganzen Kräfte bündeln, Synergieeffekte nutzen und gemeinsam uns auszutauschen. Darüber freue ich mich, dass ich hier stehen darf und auch bei dieser Mitmachkonferenz, die im Winter stattfinden wird, mitwirken zu dürfen. Meine Erfahrungen, die bisher ganz klein sind, mit einbringen zu dürfen. Und deshalb lade ich Sie herzlich ein, später an den Stand zu kommen, Ihre Kontaktdaten zu hinterlegen, dass man Sie informieren kann, wenn die erste Mitmachkonferenz stattfindet, dass man Sie informieren kann, wann Sie wo sein müssen, um mitzumachen. Vielen lieben Dank, schönen Abend. Ich kann zwar keine Frage stellen, aber ich kann einfach nur sagen, vielen herzlichen Dank für diesen wunderbaren Vortrag. Und ich denke, es wäre Zeit, dass alle Menschen, die an ihre Ernährung denken, jetzt auch darüber nachdenken, wie sie in Zukunft auf ihrem Tisch sein wird. Vielen, vielen Dank. Ja, wenn ich da kurz Stellung zu nehmen darf, bitte kommen Sie. Bitte kommen Sie zur ersten Mitmachkonferenz und egal, welche Themen Sie beschäftigen, einfach mitmachen, einfach offen reden und sich einfach austauschen zu all den Themen, die unsere Zukunft betreffen werden. Danke. Gibt es noch eine Frage an Sophie Mannheimer? Wer kriegt was? Wo ist die Mitmachkonferenz? Das Wo und Wann steht noch aus. Deshalb ist es ganz arg wichtig, dass Sie sich am Stand eintragen, dass man Sie dann auch kontaktieren kann. Aber es wird hier wahrscheinlich in Erbach oder in Michelstadt stattfinden. In den Wintermonaten, also im zweiten Halbjahr jetzt. Gibt es noch eine Frage? Wer steckt denn hinter dem Verein Mitmach e.V.? Hier steckt der Wilfried Bunk dahinter, der mich gebeten hat, das Ganze heute Abend hier vorzustellen. Vielleicht möchtest du auch noch mal kurz was dazu sagen. Aber 6 Minuten 40, ja. Gerne. Es gibt 4 verschiedene Stiftungen, die diese 100 Mitmachregionen ins Leben gerufen haben, um die notwendigen Veränderungen in unserer Gesellschaft ein Stück voranzubringen. Eben an den ganz zentralen Themen, wie ernähren wir uns, wie bewegen wir uns in Zukunft, also sprich Mobilität, wo kriegen wir unsere Energie her und so weiter. An diesen zentralen Fragen geht es darum, die in einzelnen Regionen zu entwickeln. Und im letzten Jahr haben bereits 45 solcher wie der Odenwald, solche Regionen sind gestartet und haben Menschen zusammengebracht zu diesen Mitmachkonferenzen, wo es darum geht,
in kurzen Impulsen, so wie heute Abend, die Themen, die uns beschäftigen, anzureißen und sich dann an Mitmachtischen zu versammeln, um für die Region tragfähige Lösungen und machbare Lösungen zu entwickeln. Darum geht's. Und mit ein paar Leuten hier aus der Region haben wir uns beworben, ob wir hier mitmachen können. Und wir bekommen Unterstützung davon, dass wir Hilfestellungen kriegen zum Einladen zu dieser Mitmachkonferenz, welche gestalterischen Methoden wir am besten einsetzen, um die Menschen zu aktivieren und dann auch ins Tun zu bringen. Darum geht's. Und als wir gehört haben, dass hier heute Abend noch die Möglichkeit besteht, diese Initiative vorzustellen, haben wir gesagt, okay, dann wollen wir die Gelegenheit beim Schopf packen und wenigstens heute Abend mal zeigen, dass es dies im Winter geben wird. Vielen Dank. Kommen Sie gerne. Wer dagegen der Meinung ist, dass Mut zum neuen Leben, Hofer Mühlbrot und Alexander Kern den Gesamtsieg für sich reklamieren können, der macht seinen werdenden Namen mit jetzt. Wer der Meinung ist, dass Sophie Monheimer mit aus Liebe zum Rodenwald eine von 100 Mitmachregionen diesen Gesamtsieg für sich beanspruchen kann, der macht seinen werdenden Lärm mit jetzt. Also hier gibt es ein paar ultra-eiserne Fans auf jeden Fall. Ich würde aber sagen, in der Breite... Also, Glückwunsch für solche fanatischen Fans, tolle Sache. Glückwunsch auch für den Vize-Silbertitel sozusagen heute, aber der Gesamtsieg des zweiten Pecher Gutscher geht an Alexander Kern. Man muss abmotten, mir wird das nicht mehr gelingen. Man muss wirklich im Odenwald, auch bei Ideen ist es so, dass Ideen es zum Tragen kommen. Früher dachte ich nach 10 Jahren, mittlerweile sind Ideen manchmal in 20 Jahren nicht umgesetzt. Und man muss jetzt wirklich abwarten, wer von den Herrschaften sich in 10 Jahren noch hier befindet oder wer in 10 Jahren mit seinem Projekt irgendwie einen wirtschaftlich etwas bewirtschaftet. Hallo, ich bin eine künstliche Intelligenz. Seit der Jahrtausendwende können Sie mit uns schneller und erfolgreicher in Richtung Online-Zukunft gehen. Denn wir begleiten Sie schon seit damals auf der Reise ins Internet. Wir steuern gemeinsam mit Ihnen Ihre digitalen Media-Kampagnen. Und das mit einer überragenden Erfahrung und Effektivität, die ansonsten nur hochspezialisierte und damit auch kostenintensive Media-Agenturen garantieren können. Mittels exklusiver und modernster Technik unter Einbindung künstlicher Intelligenz platzieren wir Ihr Online- und Social-Media-Marketing auf Google, Facebook, Instagram und anderen sozialen und unsozialen Medien. Profitieren Sie von unserem über 20-jährigen Technologievorsprung und werden Sie jetzt auch im Netz viel besser sichtbar. Das kann Ihr Game-Changer für Ihren Erfolg werden. Und das Beste ist dabei, alles aus einer Hand von und mit dem Mediaprofi Hashtag KOOGLE und der Tourvision Company. Sie möchten mehr wissen? Dann rufen Sie jetzt an, entweder 089 2351 3251 oder 01573 021 5501. Wie sagt mein genialer Boss immer?
Von Idioten lasse ich mich gerne unterschätzen. Und deshalb hier noch was zum Mitschreiben. Die Abbildung und die Stimme in diesem Videoclip sind zufällig aus öffentlich zugänglichem Material künstlich generiert. Wir freuen uns auf ein Gespräch mit Ihnen und anderen klugen Menschen. Bis bald!